Hallo und herzlich willkommen zum 11. Spieltag der Soccercoin-Europameisterschaft 2020. Wieder heute Gast bei mir im Studio, René Hobeck. Servus Marcel. Ja, wir sind heute, wir haben heute vier Spiele vor uns zu analysieren. Heute ein längerer Spieltag auf alle Fälle. Gruppe B. Ein wichtiger Spieltag. Ein wichtiger Spieltag, wieder schön gekleidet natürlich. Österreich spielt heute natürlich. Gruppe B und Gruppe C spielen heute komplett fertig. Mhm. Haben wir die ersten drei von sechs Gruppen erledigt. Und ja, ich würde sagen, wir fangen gleich direkt an mit dem ersten Spiel. Ohne Umschweife gleich zur Sache, zum Wesentlichen. Ja, die erste Partie in der Gruppe B heißt heute Russland gegen Dänemark. Mhm. Auf alle Fälle auch eine interessante Partie. Russland bis jetzt noch nicht so schlecht geschlagen, die Europameisterschaft. Ja, schauen wir mal, was die Russen jetzt zeigen. Dänemark natürlich auch gut dabei. Dein Tipp? Russland gewinnt. Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Wir stimmen uns immer mehr ab. Sowohl farblich als auch von den Tipps her, ich bin bei dir. Ja. Wie gesagt, die Dänen für mich zu viel One-Man-Show. Aber natürlich hinten mit Schmeichel. Tolle Torhüter. So ist es. Ich glaube, Russland oder 0-0. Ja, und schauen wir mal an. Die Russen fangen gut an mit der ersten Chance. Ein Schüsschen beschreibt es richtig. Ja, jetzt kommen über Eriksen die Dänen nach vorne. Paulsen mit der Flanke auf Eriksen, das sollte umgekehrt sein. Eigentlich schon, ja. Paulsen in der Mitte. Dolberg da jetzt. Ist er. Eriksen wieder. Dolberg und 1-0. Schöner Treffer von Dänemark. Wir werden Lügen gestraft. Dänen gehen in Führung. Aber verdient. Bis jetzt besser gespielt, die ersten 20 Minuten. Mhm. Schöner rausgespielt, das Tor auch mit dem Doppelpass hier. Und dann Dolberg, den macht er natürlich, der Stürmer. Ja, so natürlich. Wir haben schon andere Versagen gesehen bei dieser Europameisterschaft allein vom Tor. Ja. Richtig. Möchte an den letzten Spieltag erinnern, aber Dolberg macht das trocken. Und da ärgert sich der Russland-Trainer. Ja, Tschetschesow, immer wieder eine Freude ihn zu sehen. Ich mag ihn, er ist voll Emotionen. Ja, 29. Minute steht 1-0 für Dänemark. Das heißt, die Dänen mit dem Rücken an der Wand, haben die überhaupt noch eine Chance hier auf den Aufstieg? Glaube ich nicht. Eine Außenseiterchance, oder? Glaube ich nicht. Glaubst du nicht, gut. Ja, Russland fängt jetzt weiter an nach diesem Anschluss hier, direkt gleich mal wieder nach vorne zum Spielen, müssen natürlich das Tor aufholen. Schön vorbei. Der Flanke und da fast ein Fehler vom Verteidiger. Hat fast noch ein Eigentor jetzt dann, oder wäre ein Eigentor gewesen, oder? Ja, sicher, er schießt sich selber auf die Brust hier, aber Schmeichel passt auf ihn. Ja, der kann vorbeikommen, natürlich nicht. Ja, Russland startet jetzt wieder über die Seite. Es spielt nur Russland, die Dänen führen. Tor. Und jetzt müsste es eins sein. Schöne Flanke. Schöner Kopf. Ja, aber hier würde ich abermals wieder den Vorlagengeber hier raus. Ja, schön auf der Seite durchgesetzt alleine. Kommt schön keiner gesehen wirklich am langen Eck. Perfekt gesehen, der Kopfball. Muss er nur noch fast zu hoch, aber schöner Luftstand. Muss er nur noch den Kopf hinhalten, ja. Dann ist es drinnen. Ja. Ein bisschen in Rücklage sogar, macht das sehr schön. Sehr schön, ja. Ja, verdient zu diesem Zeitpunkt. Drehen sie es noch, die Russen? Ja, da freut er sich. Golovin, der Torschütze. Ja, wieder Russland, jetzt aber na, andere Seite schon. Wir haben die erste andere Seite. Vorbei. Und da gehen die Dänen wieder in Führung. Eriksen diesmal. Balsam für die Seele, da wird er sich freuen. Geht der Frust einmal runter. Ja, erstes Tor für ihn in dieser Europameisterschaft. Bis jetzt noch nicht wirklich viel gezeigt. Nein, eh nicht. Aber es ist auch für gegnerische Mannschaften einfach. Wenn du da in Anführungszeichen auf einen Spieler aufpassen musst, der das Spiel lenkt, ja, und für alle anderen mitdenkt, klar, Paulsen ist auch ein starker Spieler, aber wenn einer hier das Spiel an sich reißt, dann ist es Eriksen. Mhm. Und da kann sich die gegnerische Mannschaft auch einstellen. Umso mehr freut es mich für ihn. Er hat es verdient. Ja, jetzt wird Dänemark mit 2-1 wieder. Und wir gehen weiter raus. Weiter. Paulsen spielt heute anscheinend am Flügel. Flügel, ja. Wieder mit und der Flanke. Und die Latte. Dolberg, hallo. Ja.
hier nochmal in der Zeitlupe zu sehen, schön durchgesetzt in der Mitte und dann. Ja, macht genau den Schritt vor den Verteidiger. Knallharter Kopfball an die Latte, probiert es gleich noch einmal, aber kommt der Verteidiger rechts. Wieder Dänemark. Hin. Dänemark bis jetzt besser hier in der Partie, gut verteidigt aber von Russland. Jetzt vielleicht Russland wieder mit dem Ausgleich, der Chance. Schön gespielt und in letzter Sekunde. Sehr gut verteidigt auf alle Fälle. Und jetzt wieder Dänemark, 85. Spielminute. Brave Wait, schöne Mitte. Flanke auf Bist Delaney. Bist du Deiper, Delaney, hämmert ihn rein. 3:1 für Dänemark. Ohne Kompromisse. Die Entscheidung sein, dass Dänemark hier gewinnt. Definitiv Deckel. Ja, aber auch verdient nach dem, was wir heute gesehen haben. Die Russen sind irgendwie nicht wirklich ins Spiel schön gekommen. Schön, die sehen da im Rückraum und dann mit dem Vollriss muss man direkt ins kurze Eck. Muss man so erst einmal machen. Ja, der Dortmunder im Mittelfeld ja. Macht das sehr gut. Sehr schön sogar. Gefällt mir. Fängt gut an, der Spieltag heute auf alle Fälle. Ja, besser. Besser als der gestrige Spieltag mit 2:0. Konnte nur besser werden. Ja, und jetzt sollte es eigentlich entschieden sein für Dänemark. Nicht sollte, das ist entschieden. Es ist entschieden. Nachspielzeit. Vielleicht noch mit einem Anschlusstreffer. Schönheitstreffer, Ergebniskosmetik eventuell noch, das war's, aber nein, da kommen nicht mehr vor das Tor. Na, macht Braveheart wieder gut und jetzt ist es aus hier. Dänemark gewinnt gegen Russland 3:1. Holen ihre ersten 3 Punkte. Schön. In der Europameisterschaft. Das heißt, sie stehen jetzt bei 4 Punkten, wenn mich da alles täuscht? Nein, gesamt 3. Gesamt 3? Ja. Gesamt 3 Punkte. Heißt, auch hier wird es schwierig mit dem Lucky Loser. Gegen Finnland verloren und gegen Belgien, natürlich gegen den Gruppenstärksten hier. Ja, wir haben das Spiel natürlich noch. Belgien, der Gruppenstärkste. Die spielen gegen Finnland. Glaubst du, kann sich Finnland gegen Belgien durchsetzen? Durchsetzen? Nein. Oder einen Unentschieden holen? Das wäre schon das höchste der Gefühle, würde ich meinen. Ja, also ansonsten wieder eine klare Nummer für Belgien. Ich gehe mit einem, naja, vielleicht einem 3:1. 3:1? Ja. Ich schätze 2:0 für Belgien. Ja, es ist ähnlich. Ja, aber jetzt hast du hast mich mit deiner Ansage dazu bewogen, eventuell, ob sie nicht heute über sich hinauswachsen, dass sie vielleicht doch ein Tor schaffen. Ja, schauen wir es uns an in den Highlights. Finnland, Belgien, ja, eher wirklich der Favorit Belgien, wie du auch schon gesagt hast. Ja, die roten Teufel. Ganz klar, ganz in Rot natürlich heute. Ich würde mich freuen, wenn Lukaku heute mal trifft. Der braucht das, ein Stürmer braucht das, vor allem wenn es jetzt in die K.O.-Phase geht, wovon ich ausgehe, dass Belgien noch weiterkommen wird auch. Auf jeden Fall wäre es schön, wenn Lukaku trifft. Ja, bis jetzt noch nicht getroffen als Stürmer in dieser Europameisterschaft. Aber ja, legen wir los mit Finnland gegen Belgien. Jetzt gleich mal Freistoß von De Bruyne auf Lukaku. Schade, mal nichts. Fängt gut an in der 9. Spielminute. Jetzt auf Hazard außen, nächste Chance für Belgien. Wieder auf Hazard mit der Flanke. Und Lukaku! Mit dem 1:0. Gibt er das Tor? Ja, er gibt es. Natürlich gibt er das Tor. Sehr schön. Na bitte! War ein ziemlich spektakuläres Tor, wie man sieht, jetzt in der Zeitlupe vielleicht nochmal. Ja, da geht er einfach mit seinem bulligen Körper komplett in den Mann hinein. Und das war mit dem Ellbogen. Das war mit dem Ellbogen, dieses Tor. Wenn wir es nochmal in der richtigen Zeitlupe jetzt von vorne sehen, war das ein Handtor. Ja, es war Wahnsinn. Wirklich nur mit der Hand. Das ist ein... Die neue Hand Gottes? Oder wo ist hier das VAR? Ja, wie Maradona damals. Da macht er den hier einfach mit der Hand und der Schiedsrichter lasst es zählen. Ja, ich sagte zu Beginn, ich hätte gern, dass Lukaku trifft. Ich freue mich für ihn, aber nicht so. Wo ist der Videobeweis, meine Herren? Eindeutig die Hand hier im Spiel gehabt. FIFA 20 muss abgedatet werden. Aber der Schiedsrichter lässt den Treffer trotzdem zählen. Vielleicht blöd gestanden, dass er es nicht sieht. Aber es steht 1:0 für Belgien. Und Belgien greift direkt wieder an. Die wilde Fahrt. Über Hazard mit dem Schuss am Außennetz. Ja, Hazard, wie gesagt, er hängt auch noch seiner Form hinterher, seitdem er bei Real Madrid ist. Hier ist er der Kapitän heute. Möchte natürlich endlich sein Tor machen. Aber Tor hat er sogar nochmal dran. Fingerspitzen, ja. Sehr gut gehalten. Jetzt gleich die folgende Ecke drauf von Kevin De Bruyne. De Bruyne auf Lukaku. Vielleicht Lukaku mit dem Doppelpack heute. Nein, er spielt kurz ab Mertens. Und ja, das war dann wieder nichts. Gibt nochmal Ecke. Wieder die Welle durchs Stadion, immer wieder schön zu sehen. Absolut. Sehr schön. Ja, und gleich nochmal die Ecke hinten nach. Diesmal nicht kurz, sondern direkt in die Mitte gespielt. Findet aber keinen Abnehmer damit. Vor allem wird Lukaku nicht gesucht. Wieder über Hazard. Vielleicht findet der Lukaku wieder. Ja, da ist er, Lukaku. Und gute Chance für Belgien. Gut
behalten. Belgien spielt bis jetzt alleinig nur aufs Tor, Finnland noch gar nicht gesehen. One-Way-Traffic. Also da wird schon klargestellt, dass Belgien hier der Favorit ist. Ja, ich glaube, jeder Nationaltrainer auf der Couch wird begreifen, dass hier Belgien eindeutig stärker ist. Wieder nichts draus. Decken können sie nicht so, die Belgier. Anscheinend, ja. Momentan, jetzt sind wir schon in der zweiten Hälfte. Finnland, der erste Schuss. Gut von Courtois. Sehr schöne sehr Parade. Sehr stark, ja. Aber gefällt mir gut, dass die jetzt kommt Finnland nicht mal aufstecken. Ja. Doppelchance sogar und dann leider der Kopfball nur aufs Außennetz noch. Den hätte er schon machen dürfen, aber natürlich sagt sich hier aus dem Kommentatorsessel einfach. Richtig. Schadli kommt für Hazard rein, für den jungen Hazard. Lukaku wird gesucht in der Mitte. Wieder endlich aber einmal. Tielemann ist wieder in der Mitte. Ja, der wird sehr weit gefahren. De Bruyne! Rücken ist richtig gestanden, goldrichtig. Tor Nummer 3 für De Bruyne. Oder 4 sogar schon. 4 sogar schon. Deutsch. Also der könnte als gute Chancen. Als Mittelfeldspieler. Als Mittelfeldspieler natürlich. Ja, da ist er goldrichtig gestanden, im Rückraum noch mitgekommen. Und der Goldschopf steht goldrichtig. Rotschopf. Gut gefangen von Radetzky im Tor und dann noch der Nachschuss von De Bruyne. Da ist dann kein Daumen da mehr. Hat er gut gemacht. Ja, 2-0, ja. Ja, Belgien führt 2-0. In der 77. Minute. Da müsste schon noch viel für mein 3-1 passieren. Du hast 2-0 gesagt. 2-0 habe ich gesagt, ja. Aber jetzt kommt Finnland vielleicht sogar mit dem 2-1. Schauen wir mal. Ja. Rückraum gut gesehen und der Schuss geht. Kamara. Leider daneben. Den wollte er zu sehr, habe ich das Gefühl. Er wollte wirklich die gesamte Kraft hier reinlegen. Ja, ganz knapp nur drüber. Vielleicht nicht perfekt getroffen jetzt mit dem Ball. Bisschen Rücklage, ja. Deswegen vielleicht so hoch. Jetzt, wir sind in der 90. Spielminute schon angelangt. Belgien vielleicht noch mit dem dritten Treffer. Lukaku. Gut gemacht da und wieder gute Parade vom Tormann. Sehr, sehr schön gemacht. Ja, Lukaku will auf alle Fälle noch einen Treffer. Ja, hat er sich auch verdient. Ich meine, das Handtor, weiß man nicht, kann man nicht das Tor zählen lassen, was richtig ist. Ja, es zählt aber, für die Wertung zählt es. Zählt für die Wertung, natürlich. Das ist alles, was zählt. Und wieder Flanke von Belgien, die Eckbälle liegen ihnen noch nicht so. Leider, ja. Oder sie decken den Lukaku zu gut. Ja, und nochmal eine Flanke. Jetzt müsste es, glaube ich, das gewesen sein. Badeschuss, ja. Noch eine Chance oder spielen sie es runter der Zeit? Nein, sie spielen es runter. Ja. Ganz klar, routiniert, geben den Ball nicht mehr, wollte ich sagen. Gut. Kurz nochmal hergegeben, aber es war dann nicht mehr ausschlaggebend für diese Partie. 2-0. Belgien gewinnt 2-0. Dankeschön. War ein guter Tipp von mir. Somit kommen wir ans Ende der Gruppe B. Die Gruppe ist somit entschieden. Belgien führt die Gruppe logischerweise an mit 7 Punkten. Russland, Gruppenzweiter, mit 4 Punkten. Ja, ziemlich interessant auf alle Fälle. Dann Dänemark dicht hinterbei mit 3 Punkten und Schlusslicht Finnland mit 0 Punkten. Hätten wir vorher eigentlich auch so erwartet, oder? Eigentlich schon, ja. Zwar vielleicht nicht so knapp, aber wir haben es so erwartet mit den zwei, die auf jeden Fall weiterkommen. Ja, und dann schauen wir uns die zweite Gruppe des heutigen Spieltages auf alle Fälle an. Da ist deine Lieblingsmannschaft, also deine Herzensmannschaft mit dabei, Österreich natürlich. Herzensmannschaft natürlich, ja. Jetzt geht's erst richtig los. Jetzt geht's um alles. Jetzt sind wir hier. Österreich muss und soll weiterkommen. Richtig, ja. Österreich hat schon 6 Punkte geholt hier schaut in dieser Europameisterschaft. Schaut gut aus, ja. Aber wir fangen nicht mit Österreich, mit der Österreich-Partie an. Wir fangen mit der Niederlande-Partie gegen die Nordirland gegen Niederlande. Was das Beste kommt zum Schluss, die Österreicher kommen zum Schluss. Hier mein Tipp. Holländer sind stärker geworden in der zweiten Partie, war aber immer noch nicht auf dem Niveau, was ich mir von ihnen erwarte. Das heißt, die Holzbatscher müssen es jetzt endgültig ausziehen und jetzt nochmal zum Schluss über die Nordirland. Wie gesagt, muss so schön österreichisch drüber fahren. Richtig, Nordirland hat bis jetzt auch ziemlich gut gespielt. Absolut. In der Gruppenphase. Also die waren absolut auch nicht schlecht mit dabei. Schauen wir mal, wie diese Partie ausgehen wird. Ja. Witziger hier ist, alle drei Farben der Irlandflagge sind mit dabei am Feld. gut bemerkt, ja. Ja. Schauen wir mal, wer anfängt zu spielen. Fehler von Nordirland, jetzt auf Memphis, raus. Die Pay. Mit der Flanke und die erste Chance für die Niederlande. Das war eine Flanke, die mir mal gefallen hat. Gleich die Ecke hinten nach. Wieder mit der Flanke, wieder nichts. Gut abgefangen. Und gleich nochmal die Ecke hinten. Sechste Minute, dritte Ecke.
Fangen gut an. Aber jetzt. Virgil van Dijk in der Mitte suchen. Ja, dann wird gesucht, da ist er. Wird gefunden. Keine schlechte Chance für den Leon. Die Ecke, du dritte, bist jetzt die beste. Ja. Die erste, die reinkommt. Ja, macht er manchmal auch so eine Chance. Mhm. Van Dijk. Big wow. Van Dijk, Big Virgil. Wir sind noch immer in der 10. Minute. Niederlande spielt noch immer nach vorne. Also die fangen. Ah, oh, und jetzt kommt Vollgas. Der Van der Beek. Schöner Pass. Oh mein Gott. Den muss er selber machen, Van der Beek, oder? Nein, bin ich nicht bei dir. Ich meine, er kann ihn natürlich selber machen. Hier steht er im Fünfer. Der Fehler liegt hier querlegen absolut richtig. Der Fehler liegt bei Gini. Gini darf hier den Schritt nach vorne nicht machen, sondern muss in der Mitte einfach warten. Ja, und jetzt kommt Nordirland zum ersten Mal nach vor Richtung Tor. Ja, gut geblockt vom Blind. War es 11 Meter? Deiner Meinung nach? Nein, definitiv nicht. Definitiv nicht. Die Fans möchten hier zwar einen 11 Meter sehen, aber nein. Ja, dann geht es wieder vor für die Niederlande. Wieder nichts mit der Flanke. Gut abgefangen hier wieder. Von Nordirland. Da hinten her kommt immer reingeflogen. Ja, jetzt sind wir in der zweiten Spielhälfte angelangt. Und die Niederländer führen immer noch nicht. Nordirland fängt jetzt an zu spielen in der zweiten Hälfte hier. Gut zurückgelegt. Schön mit der Ferse, Lewis. Und Lewis bleibt dann ein bisschen hängen. Aber es sind die Nordiren, die die zweite Hälfte dominieren. Ja, und jetzt kommt der erste Schuss. Was für ein Tor von Nordirland. Unglaublich. Aber wirklich unglaublich. Also was ist mit den Holländern los? Man weiß es nicht. Die EM ist nicht ihre Europameisterschaft. Na, obwohl diese hätte es endlich werden sollen, sagt man. Dieser Schuss war genial von Nordirland auf alle Fälle. Wie ein Strich, bisschen Glück mit der Innenstange, aber der Schuss war natürlich perfekt quasi in der Luft. Van Dijk da auch chancenlos und dann rettet die Innenstange das 1:0 für Nordirland. Ja, ich freue mich für die Nordirland, aber ich bin einfach enttäuscht von den Holländern. Man hätte mehr erwartet von ihnen auf alle Fälle. Ja, und wir sind schon in der letzten Minute. Die Überraschung des Spieltages anscheinend. Ja, Niederlande wird anscheinend hier verlieren und sie haben so nur einen Punkt mitgenommen in dieser Europameisterschaft. Wahnsinn. Nach drei Spieltagen. Wahnsinn. Und das war gegen die Ukraine. Ärgerlich gegen den Gruppenschwächsten. Haben sie das 0-0 mitgenommen? Ja, da darf sich Virgil van Dijk zu Recht ärgern, ja. Und Niederlande ist auf jeden Fall draußen. Wahnsinn. Mit nur einem Punkt. Enttäuschend. Also, ich sage mal, eine Mannschaft in Niederlande fehlt natürlich in der K.O.-Phase. Das ist, muss man so sagen, ja. Bei allem Respekt an anderen Teams noch einmal gegenüber, das muss natürlich sein, aber Niederlande muss ja weiterkommen, ganz klar. Sehr, sehr schade. Richtig, ähnliches Schicksal wie Deutschland, die kommen, haben beide gute Teams, ja. Beide junge Spieler, engagierte Spieler mit alten Hasen, die die Mannschaftsführung übernehmen sollen, aber ja. Sie finden das Teamgefüge nicht. Ist leider nichts geworden hier in dieser Europameisterschaft. Ja, das hat's mir im Jahr 2020. Ja. Ja, dann kommen wir zum letzten Spiel des Spieltages. Das heißt Österreich gegen die Ukraine. Das könnte Österreich vielleicht nochmal mit dem Gruppensieg mit 9 Punkten entscheiden. Volle Punkteanzahl. Mit der vollen Punkteanzahl hätte ich nicht erwartet jetzt, meiner Meinung nach. Also, ich hätte es eher spannend erwartet in dieser Gruppe. Aber schauen wir uns die Partie zwischen Österreich und Ukraine einfach mal an. Schauen wir, wie die Partie ausgegangen ist. Ja, 3-0. Zweimal Sabitzer, einmal Arnautovic. Aber Leiner war auch sehr stark die letzten Partien. Vielleicht macht Leiner auch eins. Ich tippe von 2-1 für Österreich. 2-1? Sollte ein spannenderes Spiel werden. Muss nicht sein. Muss nicht sein, aber. Viele Tore sind gut. Naja, mal wieder unsere Ersatzmannschaft Dynamo Kiew eingesprungen für die Ukraine, dass es im FIFA nicht gibt. Aus Lizenzgründen, auch hier besteht Nachbesserungsbedarf. Ja, Arnautovic jetzt eingeblendet, macht er, wie du gesagt hast, er macht ein Tor und Sabitzer gleich daneben. Ja. Zwei Torschützen deiner Meinung nach. Ja, nein, schön, danke an die Regie, wird gut eingeblendet. Schauen wir mal, ob Österreich das dritte Spiel auch noch gewinnen kann. Und gleich mal ein Foul von Lazaro, es fängt nicht gut an für die Österreicher. Ja, muss man sagen, ich würde sagen, nicht gut anfangen. Eine gelbe Karte, aber auswärts muss man gleich einmal zeigen, gut, wir sind auch da, wir wollen mitspielen, wir holen uns die 3 Punkte. Gleich einmal den Ukrainern zeigen, so nicht. Ja, natürlich darf er jetzt nichts mehr erlauben, die ganze
das ganze Spiel über. Ja. Lazaro könnte wehtun, wenn er ausfallen würde im nächsten Spiel. Ja, hier wird Foto sicherlich wechseln, wenn es sein muss, bevor das passiert. Ja, und Ukraine fängt an in der 9. Minute mit der ersten Chance, Kopfball, aber dann hat Stankovic auch die Probleme. Stankovic, muss ich sagen, ist seit langem endlich mal auch ein Tormann, der mir besser gefällt, besser als seine Vorgänger in den letzten Spielen. Die erste Österreich-Chance zuerst gewesen, jetzt Ukraine mit der ersten Chance, ein Tor, abseits, aber oder? Muss abseits gewesen sein, ja, bin ich deiner Meinung. Ja. War abseits, ja, ganz richtig gesehen. Glück für Österreich, dass der Stürmer hier im Abseits stand. Nein. Aber es war ganz, ganz klares Abseits. Kein Problem hier. Absolut. So, jetzt kommen wir mal die Österreicher. Da ist der Lazaro, der hat was gut zu machen. Bringen noch rein, Junge. Kriegt er noch. Amatovic, kriegt er nicht mehr. Es wird Eckball geben. Und den werden wir auch gleich im Anschluss hier sehen. Von Alaba auf Baumgartlinger. Ja, das war eine ganz leider nichts. Und jetzt wieder die Österreicher ganz links, Baumgartlinger. Sehr schön gespielt. Sehen. Und Leimer mit der ersten Chance, Torwart gut pariert. Spitzer Winkel vielleicht, schwer zum Nehmen. Ja. Und wieder die Ukraine nach vorne, aber Hinteregger steckt da. Nicht ins eigene Tor, bitte. Und jetzt sind wir in der zweiten Spielhälfte und wieder abseits der Ukraine. Die stehen ziemlich hoch. Ja, gut so, macht das gut. Dragovic wieder letzter Mann, richtet sich das gut ein, bleibt stehen, sehr gut. Jetzt ja, meine gut. Herren, bitte Österreich schön. Vielleicht mal jetzt Alaba auf Anatovic, wieder zurück. Alaba, schön gesehen, Sabitzer. Gut vom Tormann aufgepasst auf alle Fälle. Weiter geht's, Sabitzer, Nautagol, mit schön. Der Ferse, jetzt kommt er ins Spiel, Laune. Nautovic, wieder Sabitzer, Alaba, den muss er machen, den macht er auch, 1-0 für Österreich. Den muss er natürlich machen, ganz klar. Das ist der Gruppensieg eindeutig, mein Name freut schon, eh klar. Aber. Das ist richtig, Nordirland hat schon gespielt, wir haben nur 4 Punkte, Österreich so hat sowieso schon 6 Punkte. Sowieso schon Gruppensieger, es macht nichts, Gruppenkosmetik, Ergebniskosmetik. Richtig. Bei dem macht Alaba schön mit dem Außenriss geschossen ins kurze Eck und halt den Tor. Schön, wenn Siegen für die österreichische Mannschaft selbstverständlich wird. Auf jeden Fall. Bitte mehr. Ja, Freistoß für die Ukraine, kurz ausgeführt, schlecht, ganz kurz schlecht. Ausgeführt. Und jetzt sehen wir die nächste Chance für Österreich. Leiner. In der Schlussphase. Lazaro verliert den Ball da im Zweikampf. So eine Ecke? Nein, gibt keine Ecke. Und das war's. Österreich ein gewinnt. Sieg. 1-0. Gewinnt zum dritten Mal in Folge hier in der Europameisterschaft. Sind somit zu 100% im Achtelfinale mit der vollen Punktanzahl in dieser Gruppe. Absolut. Und somit, wie ich schon erwähnt habe, Geheimfavorit auf den Titel. Muss man schauen, ob Österreich sich so durchsetzen kann. Ja, wir sind am Ende des Spieltags 11 angelangt mit Gruppe C und Gruppe B. In der Gruppe C jetzt noch abschließend Österreich mit dem Gruppensieg natürlich mit 9 Punkten. Ja. Sehr zufrieden. Nordirland kommt als Gruppenzweiter weiter mit 4 Punkten. Sehr überraschend. Haben sie auch sehr gut gemacht. Die Ukraine am Gruppendritten Platz mit 2 Punkten und ganz überraschend die Niederlande auf dem letzten Platz. Hätte ich nicht erwartet. Keiner. Hätte sich keiner erwartet, somit hat die Niederlande auch keine mehr Chance, weiterzukommen. Ukraine vielleicht noch, aber wir werden... Dafür haben wir aus den anderen vorigen Gruppen schon 2 dritte Plätze mit jeweils zumindest 3 Punkten gehabt, also die sind aus dem Richtig, Rennen. Ja. Ja, damit verabschiede ich mich heute wieder von unserem Spieltag. Es hat wieder Spaß gemacht. Mit heute dir. Ganz besonders mit heute dem ganz Gruppensieg. Besonders mit dem Gruppensieg für Österreich natürlich. Ja, und verabschiede mich, danke, dass du da warst. Danke dir. Ja, und wir sehen uns morgen wieder.